Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Theresa Mierkes. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin jetzt seit 2010 hier im ICF. Und ich arbeite seit 4 Jahren auch im Office. Ich bin unter anderem Teil von dem Programming-Team. Das heißt, ich plane auch mit, welche Serien wir haben, welche Predigten, entwerfe die mit. Und als es da hieß, dass es einen Gottesdienst zum Thema Bibellesen, Wort Gottes geben soll, habe ich gedacht, dass meine Geschichte da vielleicht auch gut hinpassen könnte. Und deswegen sitze ich heute hier, um die mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr gehört habt, dass es einen Gottesdienst über das Wort Gottes gibt, dass ihr vielleicht sogar eure eigene Bibel mitbringen sollt. Noch vor etwas über einem Jahr wäre das für mich irgendwie so ein Grund gewesen, ein richtig schlechtes Gewissen zu bekommen, weil ich ehrlich gesagt eine ganz lange Zeit in meinem Leben gar nicht wusste, was ich persönlich mit der Bibel anfangen kann. Ich wusste immer schon, dass es irgendwie was sehr Wichtiges ist. Das habe ich schon verstanden, aber was es jetzt für mich persönlich bedeutet und wie ich persönlich die Bibel lesen kann, da habe ich ziemlich lange gebraucht hinzukommen. Und ich bin auch christlich aufgewachsen und alle um mich herum, meine Eltern haben viel Bibel gelesen oder lesen viel in der Bibel. In den Jugendgruppen oder auf den Jugendcamps war das immer ein wichtiges Thema, so wie stille Zeit und Bibel lesen. Und aber für mich war das irgendwie immer mit so einem Leistungsdruck verbunden und auch mit schlechtem Gewissen. Und ich habe erst gedacht, vielleicht geht es beim Bibellesen darum, dass ich herausfinde oder dass ich lerne, was in der Bibel steht. Also dass es um Bibelwissen geht. Und aber irgendwann habe ich natürlich schnell herausgefunden, dass man das, was in der Bibel steht, sehr viel einfacher herausfinden kann, als wenn man einfach die Bibel komplett liest. Man kann es ja alles auch heutzutage googeln. Also irgendwie hat mich das nicht mehr motiviert, um die Bibel zu lesen. Und dann habe ich gehört, dass es vielleicht darum geht, über Gott neue Schlüsse zu ziehen, vielleicht was Neues über Gott rauszufinden. Aber vielleicht kennt ihr das auch, ihr lest eine Bibelstelle, hört die ein paar Tage später irgendwo in der Predigt und der Prediger holt einfach so viel mehr aus der Bibelstelle raus, dass man total die Motivation verliert, weil man denkt, wenn ich nicht Theologie studiert habe oder irgendwie Griechisch und Hebräisch, wie soll ich denn herausfinden, was da jetzt wirklich steht? Also wie soll ich denn richtig da interpretieren, was Gott damit meint? Ja, und manche Leute haben zu mir gesagt, lies die Bibel, weil Gott dann zu dir spricht. Und das habe ich dann auch probiert natürlich und bei manchen Versen klappt es ja wunderbar, wenn Gott irgendwie dann sagt, du bist mein geliebtes Kind und so, das liest man gerne, Gott spricht zu mir. Und dann kommen auch mal wieder so Verse, irgendwie der Stammbaum von Jesus zum Beispiel, wo man einfach denkt, okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Also irgendwie habe ich gemerkt, für mich ist es total willkürlich, irgendwie diese Herangehensweise. Da bin ich einfach zu rational. Ich will dann schon wissen, was es jetzt wirklich bedeutet und mir nicht irgendwie da einbilden, was könnte Gott zu mir sagen. Und ich habe aber über die Zeit hinweg immer wieder versucht, auch mit Bibelleseplänen, mich irgendwie zu motivieren, weil ich gedacht habe, zu einem guten Christen muss das ja irgendwie dazugehören. Man muss irgendwann einmal die ganze Bibel gelesen haben. Das gehört einfach so dazu. Ja, aber irgendwie so die Begeisterung habe ich nie gefunden. Und vor einem Jahr, im Sommer 2017, hatte ich dann die Möglichkeit, mit meinem Mann eine Jüngerschaftsschule zu besuchen. Eine dreiwöchige. Wir sind beide katholisch und sind auch noch aktiv da. Und es war von einer katholischen Organisation angeboten, für 3 Wochen eine Woche Israel zu bereisen und 2 Wochen dann noch zusammen in einem Haus in Österreich zu leben. Ja, und wir sind da mitgegangen und ich habe eben dieses Thema für mich mitgenommen, weil ich einfach gedacht habe, es kann doch nicht sein, so viele Menschen erzählen, wie wichtig ihnen die Bibel persönlich ist, es kann doch nicht sein. Ich muss irgendwie einen Zugang dazu finden. Und wir waren dann in Israel eine Woche lang auf den Spuren von Jesus, waren an diesen ganzen Originalschauplätzen, wo das alles passiert ist, was in der Bibel steht und haben das wie so nacherlebt, ja, das Leben von Jesus. Und am ersten Tag waren wir in Nazareth, also wo er aufgewachsen ist. Und es war ein sehr heißer Tag, wir haben sehr viel unternommen
und kamen dann abends auf den sogenannten Berg des Abgrunds. Das sieht man auch hier auf dem Bild. Es war wirklich eine perfekte Szene, so eine leichte Brise nach einem heißen Tag. Man kam dort oben an, man konnte sich setzen, dann kam der Sonnenuntergang, wir hatten einen wunderschönen Ausblick über Nazareth. Und an diesem Ort ist die Geschichte weitergegangen, die wir jetzt gerade auch gehört haben. Also Jesus hat in der Synagoge aus der Schriftrolle vorgelesen und danach sind die Bewohner Nazareths aber wütend auf ihn geworden, haben ihn auf diesen Berg getrieben und wollten ihn runterstoßen. Und wir hatten dann dort die Aufgabe, einfach diese Bibelstelle zu lesen. Und ich dachte mir, dass das jetzt wirklich ja die perfekten Umstände sind, der Originalort, perfekte Temperatur. Ich habe mich hingesetzt und die Bibel aufgeschlagen und ich habe diesen Text gelesen und es ist einfach nichts passiert. Ich weiß nicht, was ich mir gewünscht habe, aber ich habe mir gewünscht, dass es irgendwie mehr sein würde als einfach Text. Ja? Weiß nicht, ob Gott da aus dem Himmel hinab zu mir hätte sprechen sollen. Es ist einfach überhaupt nichts passiert. Ich habe es nochmal gelesen, ich habe mich wirklich angestrengt, aber irgendwie ist gar kein Funke übergesprungen und ich war total enttäuscht. Ich habe meine Bibel zugeklappt und ich habe einfach gedacht, okay, es gibt Menschen, die können die Bibel lesen und es gibt Menschen, die können es halt nicht. Ist okay. Das war für mich irgendwie so die Bestätigung, das passt einfach nicht. Ja, wir waren dann, wie gesagt, nach dieser Woche in Israel, noch 2 Wochen in Österreich, haben die ganzen Themen vertieft. Wir hatten jeden Tag Lehre, Gebet und jeden Tag auch Gottesdienst. Und in den Gottesdiensten war es so, dass wir, es gibt in der katholischen Kirche für jeden Tag einen kleinen Ausschnitt aus dem Evangelium, das nennt sich Tagesevangelium. Und wir haben in den Gottesdiensten immer dieses Tagesevangelium gehört und dann als Predigt ausgelegt bekommen. Und dann kam an einem Tag die Bibelstelle, in der der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr sagt, dass sie schwanger werden wird und Jesus Gottes Sohn gebären soll. Und da heißt es dann in der Bibelstelle, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ja, und der Priester hat dann angefangen, das darüber zu predigen, was das bedeutet. Und dann hat er plötzlich gesagt, wisst ihr, Gott möchte durch sein Wort Neues in euch schaffen. Und in dem Moment, ich habe es erst gar nicht realisiert, aber plötzlich ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe plötzlich gesehen, dieses Bild, das war so drastisch, wie Maria durch Gottes Wort ja schwanger geworden ist. Also Gott ist durch sie auf die Welt gekommen. War für mich so ein drastisches Bild dafür, dass es gar nicht darum geht, was ich jetzt aus Gottes Wort mache, sondern dass es darum geht, dass ich offen für Gottes Wort bin und er in mir Neues schaffen kann. Und das ist, ich meine, man kann keine Predigten anhören von irgendjemand anderem und sowas erleben. Also das ist wirklich der Grund für mich plötzlich geworden und gewesen, warum ich selbst die Bibel lesen muss. Ja, warum es nicht reicht, dass andere die Bibel lesen. Und ja, ich habe mir dann vorgenommen, dass ich das unbedingt ausprobieren möchte. Ich war ja auch neugierig, was ist das, was Gott in mir schaffen möchte? Wie wirkt sich das dann in meinem Leben aus? Und ich habe mir vorgenommen, auch wenn ich dann zu Hause bin, einfach jeden Tag auch dieses Tagesevangelium dann zu lesen. Und ich kam dann nach Hause und am ersten Morgen bin ich extra früher aufgestanden, habe Morgengebet gesprochen und habe mir vorgenommen, diese Bibelstelle dann zu lesen für den Tag. Und wie das dann so ist mit guten Vorsätzen, da kommen ganz schnell wieder die Zweifel. Und ich habe sofort gedacht, hey, ich hatte so ein festes Bild davon, wie man die Bibel lesen muss. Das muss doch mindestens irgendwie 15 Minuten pro Tag sein. Ja, also so ein Tagesevangelium, das dauert vielleicht 1 Minute zu lesen. Und ich habe sofort die Zweifel gehabt, mache ich es mir nicht einfach, eigentlich viel zu einfach damit? Ist es jetzt wirklich damit gemeint? Ja, einfach so einen kurzen Text zu lesen und Gott wirken zu lassen. Ja, und da habe ich gedacht, okay, ich habe Jesus das alles hingelegt im Gebet und dann gedacht, okay, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren und habe das Tagesevangelium für diesen Tag geöffnet. Und da hieß es,
Als Jesus nach Kapharnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortete: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Und das, ich merke das heute noch, wie mich das bewegt. Das war einfach wirklich wie so eine echte, direkte Antwort auf meine Zweifel. Es war, als ob mir Gott sagen möchte: Hey, es geht wirklich nicht darum, was du draus machst, sondern glaube einfach, dass mein Wort diese Kraft hat. Ein Wort von mir reicht aus. Und ja, es hat mir noch viel mehr bedeutet, weil ich diese Bibelstelle total gut kannte. In einem katholischen Gottesdienst ist es so, dass es vor dem Abendmahl ein Gebet gibt, das genau dieser Vers ist. Da heißt es: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und es war, als ob Jesus mir wirklich sagen möchte: Ich möchte wirklich in dir was Neues schaffen. Ja, ich möchte wirklich dich berühren durch mein Wort. Und seitdem lese ich jetzt tatsächlich jeden Morgen diese Bibel und habe total die Begeisterung für die Bibel entdeckt. Ich erlebe ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal inspiriert mich der Text total, manchmal sind es wirklich so krasse Dinge, wo Gott wirklich ganz persönlich zu mir spricht. Manchmal verstehe ich überhaupt nicht, was Gott mir damit sagen will, aber dadurch, dass ich so eine neue Perspektive drauf habe, dass es gar nicht darum geht, was ich draus machen kann, sondern dass es wirklich einfach nur darum geht, Gott diesen Raum zu öffnen, dass er in mein Leben reinsprechen darf. Dadurch habe ich einen ganz neuen Bezug dazu gefunden. Und ich bete immer, bevor ich die Bibel lese, weil mir zwei Punkte auch aus der Bibelstelle mit der Maria total wichtig geworden sind. Da heißt es ja, Maria hat ja zum Engel gesagt: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und das sind zwei Punkte für mich, die total wichtig geworden sind. Ich bete vorher zuerst, dass ich mich Gott wirklich unterstelle und ihm sage: Dein Wille und dein Wort ist größer als meine Gedanken, meine Sorgen, alles das, was ich jetzt von dir erwarten könnte. Und ich sage ihm wirklich: Ich bin bereit dazu, dass was du mir sagst, wichtiger ist als alles, was ich mir jetzt gerade erwarten würde. Und das Zweite, was mir wichtig geworden ist, das hat mit den Worten zu tun: Mir geschehe nach deinem Wort, weil ich nämlich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir ihn wirklich einladen und dass wir ihn darum bitten, dass er in uns wirkt. Weil die Bibel ist ja kein irgendwie Zauberbuch, da sind keine Zaubersprüche drin, die einfach, wenn man sie ausspricht, wirken. Da passiert nichts automatisch. Also keiner muss jetzt hier auch Angst haben, wenn du die Bibel liest, wird Gott dich nicht mit irgendwas überrumpeln. Das habe ich 27 Jahre lang erlebt, da passiert gar nichts. Sondern du musst wirklich, du darfst wirklich Gott darum bitten, dass er in dir wirkt und ihn wirklich bewusst einladen. Und dafür bete ich jedes Mal davor. Und ja, seitdem in diesem Jahr habe ich jetzt schon so viel damit erlebt, wirklich die Bibel als einen Schatz entdecken dürfen. Und ich merke einfach jeden Tag aufs Neue, dass es wirklich was Persönliches ist. Ich glaube auch, dass jeder da einen persönlichen Zugang dazu finden kann. Deswegen sehe ich jetzt auch nicht so viele Beispiele, was mir passiert. Aber ich möchte einfach nochmal ermutigen, für mich hat sich dieses Wort herausgestellt, dass es nicht irgendwie ein trockenes Wort ist mit verschlüsselten Informationen, die man da irgendwie entschlüsseln muss, sondern es wirklich sein lebendiges Wort ist, das er uns schenken möchte. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.